Eine Minute für deine Gesundheit. Heute geht es um das Fasten. Der menschliche Körper ist aufs Fasten ausgerichtet. So war es früher. Wir haben nicht immer was zu essen bekommen. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Wir kriegen mehr, als wir brauchen. Und zwar rund um die Uhr ist das möglich. Fasten ist sehr, sehr gesund in vielfältiger Weise. Nicht nur fürs Körpergewicht, fürs Wohlbefinden, auch für viele andere Prozesse. Die Organe kriegen Ruhe und. Ich werde den Artikel zum Fasten unter diesem Video noch verlinken. Die bekanntesten Fastenarten, die gebräuchlichsten sind einmal 24 bis 36 Stunden lang Fasten in 7 bis 10 Tagen. Das heißt einmal in 7 bis 10 Tagen etwa einen Tag oder anderthalb Tage lang Fasten, nichts essen, nur trinken. Und das andere ist das intermittierende Fasten, dass man im Prinzip jeden Tag fastet. Das heißt, in der Regel wird es so durchgeführt, dass man am späten Mittag, am frühen Nachmittag eine Mahlzeit zu sich nimmt, abends dann eine große Mahlzeit und dann fastet man wieder bis zum nächsten Mittag. Sehr gesund, sehr effektiv. Bei vielen lässt sich das gut in den Alltag einbauen. Vielleicht lohnt sich der Versuch dann auch für dich.